Es gibt verschiedene Verbindungen zu diesem Thema Diskettenmagazine. Also einmal, ich habe sie tatsächlich selber noch gelesen, mir gekauft, gelesen, mit Freunden getauscht. Also das ist tatsächlich ein eigenes Erleben von diesen Diskettenmagazinen. Dann gibt es aber auch die eine Arbeitsgruppe, ein Dachverband der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, nennt sich Zeitungen und Zeitschriften. Und da beschäftigen wir uns mit Periodika allgemein. Das heißt mit gedruckten normalerweise, aber dieses Thema Diskettenmagazine führt das natürlich noch ein bisschen an den Rand des Mediums. Mit der Frage, sind das denn jetzt tatsächlich Zeitschriften oder als was bezeichnet man das? Und so begann dann die Auseinandersetzung damit. Ja, persönlich ist klar, ne? Also es ist mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit, die da immer so mitschwingt, ne? Weil ich die Sachen selber immer benutzt habe. Ne? Und vielleicht auch allgemein digitale Artefakte. Ne? Also es ist, man umgibt sich ja heute mit so vielen digitalen Erzeugnissen und letztlich ist möglicherweise schon viel mehr, was wir erzeugen, an Spuren aus unserem Leben in digitaler Form hinterlassen als analog, ne? Was wir früher vielleicht noch gezeichnet, gemalt, in Schulhefte geschrieben haben oder sowas, also hinterlassen wir jetzt auf unseren Smartphones oder auf Computern per E-Mail oder was auch immer, also in verschiedensten digitalen Spuren. Und das heißt letztlich, wenn wir zum digitalen Kulturerbe irgendwie kommen, das sind ja Sachen, die wir hinterlassen. Ne? Und deswegen denke ich, die Auseinandersetzung damit ist sehr wichtig. Ja, in die Museumswelt habe ich gar nicht so wahnsinnig viel Einblick. Die letzten 2 Jahre waren da ein bisschen mau, muss ich sagen, leider. Ich kann den Stand von vor 2 Jahren vielleicht wiedergeben. Den einzigen guten Kontakt, den ich hatte in der Zeit, war das Computerspielemuseum in Berlin, wo es eben sehr viel auch zum aktiven Mitmachen gab. Ne? Das ist sehr, sehr positiv und ich fand es auch immer sehr interessant, wenn die Sachen in einem gewissen Kontext präsentiert werden. Ne? Wenn man zum Beispiel Software ausstellt, die aus den 80er Jahren kommt und darum vielleicht auch so ein bisschen das typische Look and Feel der Geräte damals, aber vielleicht auch im Wohnzimmer drumherum baut aus den 1980er Jahren oder sowas, dann hat das schon mal einen ganz anderen Eindruck, als wenn man nur die Software isoliert für sich nimmt. Ne? Also die Sachen haben schon ihre eigene Zeit und ihren eigenen zeitlichen Kontext. Es wäre ein Wunsch, das weiterzudenken, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was so in den nächsten Jahren noch kommt in Richtung vielleicht auch Virtual Reality. Das ist eine Sache, wird bestimmt heiß diskutiert. Das könnte ich mir vorstellen. Weiteres ist völlig offen, glaube ich. Ne? Also wenn man jetzt sagt, also wir wollen vielleicht auch digitale Präsentation im Internet oder vielleicht auch in digitale Präsentation auf dem Smartphone vom Museum bereitgestellt, vielleicht auch mitnehmen oder sowas, wo man vielleicht auch nochmal einen Teil mit auslagern kann, wäre vielleicht auch interessant. Also gerade wenn es darum geht, jetzt mit Programmen zu arbeiten, die man dann vielleicht auch schnell mal abrufen kann, die man dann vielleicht auf solchen Browser-Umgebungen dann vielleicht auch einfacher aktualisieren kann als in der Museumsumgebung, wo es immer so sehr stark am Objekt hängt. Ne?